Was bei dem Elfentempel geschehen ist, hat mich nachdenklich gemacht. Ich sollte wieder zurückgehen, nicht wahr? Nach Tevinter. Wenn das hier vorbei ist und wir noch am Leben sind. Ich rede ständig darüber, wie schrecklich falsch die Dinge in meiner Heimat laufen, aber was unternehme ich dagegen? Nichts. Wie hängt das alles mit dem Elfentempel zusammen? Ihr seid Elfen aus der alten Zeit begegnet. Einem Stück Geschichte. Etwas, das das Reich nicht zerstört hat. Vielleicht kann mein Volk Buße tun für das, was es getan hat. Es existiert noch etwas, das wieder aufgebaut werden kann. Mag sein, dass nicht alle von uns das wollen, aber das lässt sich ändern. Wenn ihr Meinungen ändern könnt, kann ich das auch. Jemand mit eurem unfehlbaren Geschmack könnte Tevinter verändern. Ich hoffe, ihr habt recht. Aber das ist ja meistens so. Es mag euch vielleicht überraschen, aber ihr müsst wissen, dass ihr diejenige seid, die mich dazu inspiriert hat. Ihr formt die Welt, im Guten wie im Schlechten. Wie könnte ich da weniger anstreben? Um zu beweisen, dass Tevinter besser sein kann. Dass es sogar für meine Heimat noch Hoffnung gibt. Dafür würde ich alles tun. War das nicht großartig im Winterpalast? Eine tote Kaiserin, ein Kaiser, der euch hörig ist und dann auch noch diese Elfenharpie, die euch aus der Hand frisst oder sie euch abbeißt. Bei all diesen Tänzen der Politik und den Morden bekomme ich ein bisschen Heimweh. Das ist etwas, das ihr tatsächlich vermisst? Wer würde das nicht? All die Dramen, die Skandale, das vorsichtige Taktieren. In meiner Heimat stürzen wir uns mit der Heftigkeit eines Krieges in gesellschaftliche Angelegenheiten. Die Schlacht ist gewonnen, wenn Blut fließt. Der Spaß hält sich in Grenzen, wenn man das Opfer ist. Aber dem zuzusehen? Du meine Güte, natürlich! Übrigens, ich hoffe, ihr habt den Schinken gekostet, den sie aufgetischt haben. Er hat nach Verzweiflung geschmeckt. Absolut faszinierend. Ich sollte gehen. Versucht nicht, irgendjemanden ohne mich zu erschlagen. Es ist also wahr. Einige sehen Cassandra oder sogar mich als Justinias Nachfolgerin. Ich hätte nie gedacht, dass das tatsächlich möglich wäre. Andererseits, wenn die anderen Kandidatinnen aus dem Rennen wären... Strebt ihr wirklich danach, die Göttliche zu werden? Als Justinia noch lebte, hätte ich jeden ausgelacht, der auch nur angedeutet hätte, ich könnte ihre Nachfolgerin werden. Die Dinge haben sich geändert. Und doch bin ich mir nicht sicher. Der Wiederaufbau der Kirche wird dem Versuch ähneln, ein sinkendes Schiff durch einen Sturm zu steuern. Niemand würde es euch verdenken, wenn ihr das Schiff verlasst. Runter vom Schiff und direkt ins Meer. Ihr denkt doch, Thedas hasst die Magier, oder? Glaubt ihr dann nicht, dass die Leute der Magie die Schuld geben werden, falls die Kirche fällt? Seht euch nur an, was alles geschehen ist. Die Kirche von Kirkwall, der Krieg, die Bresche. Und immer sind Magier beteiligt. Ohne die Führung durch die Kirche wird der Hass außer Kontrolle geraten. Na, ihr habt ja wirklich keine sonderlich hohe Meinung von den Theodosiern. Die Leute sorgen sich nur um einfache Dinge. Ihre Welt ist klein. Und alles, was darüber hinausgeht, ist unbekannt und etwas, das es zu fürchten gilt. Und solange man ihnen keinen anderen Weg zeigt, werden sie so weiterleben. Aber diese Diskussion ist verfrüht. Falls Korypheus siegt, wird die Suche nach einer neuen Göttlichen das kleinste unserer Probleme sein. Eine Nachricht der göttlichen Justinia. Normalerweise schicken die Toten keine Nachrichten. Schön, dass ihr es für notwendig erachtet, mich darüber in Kenntnis zu setzen. Diese Nachricht wurde vor Monaten, vielleicht schon vor Jahren, geschrieben.
um mir bei ihrem Tod zugestellt zu werden. Ich habe schon von derartigen Absicherungen gehört. Bei einem plötzlichen Tod bleiben oft einige Dinge unerledigt. Ich werde nach Valence gehen, einem kleinen Dorf am Wachen Meer. Irgendetwas ist dort versteckt. Ich werde euch helfen, so gut ich kann. Ausgezeichnet. Ich hatte gehofft, ihr würdet mich nach Valence begleiten. Eines noch. Wenn das, was in Valence versteckt ist, wirklich so wertvoll ist, wie ich vermute, werden wir nicht die Einzigen sein, die danach suchen. Wir treffen uns dann bei der Kirche in Valence. Und versucht euch nicht allzu viel Zeit zu lassen. Es ist genau wie in meiner Erinnerung. Ihr habt mir gar nicht erzählt, dass ihr schon mal hier wart. Nachdem die Verderbnis beendet war, kam ich hierher, um Justinia aufzusuchen. Damals war sie einfach Dorothea, eine ehrwürdige Mutter. Nach dem Tod der Heldin von Ferelden brauchte ich ihre Weisheit. Es ist so friedlich hier. Ihr müsst schöne Erinnerungen an diesen Ort haben. Es war ein Ort des Trostes. Umso mehr freut es mich, dass Corypheus ihn bislang unangetastet gelassen hat. Liliana, seid ihr das? Schwester Natalie, was macht ihr denn hier? Ich dachte, ihr wärt in Val Royaux. Nein, seit Justinias Tod bin ich hier. An diesem Ort fühle ich mich als wäre sie noch immer bei uns. Inquisitor, das ist Natalie. Eine enge Freundin. Moment mal, Inquisitor? Ihr bringt den Inquisitor hierher? Bitte verzeiht mir, Herrin, dass ich euch nicht eher erkannt habe. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute, die mich nicht erkennen. Oh, ich verstehe. Hört zu, Natalie. Irgendetwas ist hier versteckt. Etwas, das mir Justinia hinterlassen hat. Oh, wirklich? Was ist es denn? Ich weiß es nicht, aber wir werden es herausfinden. Ich bin neugierig darauf zu sehen, was uns alle hierher geführt hat. Justinias Brief enthielt Anweisungen für mich. Allerdings waren sie etwas kryptisch. Vergiss nie, dass der Glaube einem dürren Ast entsprang. Das Licht die Dunkelheit nicht fürchtet. Und vor allem, dass einem offenen Herzen Stärke. Uns hier einmal um. Singen Sie dort immer noch jeden Freitag Verse aus dem Segen? Vor allem dieser Lobgesang hatte es Justinia angetan. Ja, natürlich. Wir würden niemals die Traditionen unserer geliebten Göttlichen aufgeben. Es ist schön, das zu hören. Manchmal starre ich auf die Bresche. Sie ist schrecklich, aber auch schön. Wenn die Sonne aufgeht, bricht sie das Licht in tausend Sonnen, wie ein zerborstener Spiegel. Ja, spektakulär, nicht wahr? Ihr müsst vorsichtig sein, Natalie. Justinias Feinde schlafen nicht. Sie wetteifern um Positionen und Sonnenthronen. Thank you.
Was war das? Wir scheinen etwas geöffnet zu haben. Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Die gute alte Liliana hat euch die ganze Zeit über nur etwas vorgespielt. Habt ihr das denn nicht bemerkt? An Freitagen wird hier niemals der Segen gesungen, Natalie. Es war etwas so Einfaches und ihr macht einen solchen Fehler. Ich wollte euch glauben, aber ihr habt von Anfang an gelogen. Haltet euren hübschen Mund ruhig geschlossen, wenn ihr wollt, meine Liebe. Ihr habt mir ohnehin schon alles verraten, was ich wissen musste. Die Dorngraskletten an eurem Saum, euer Gerede über den Sonnenaufgang hinter der Bresche. Das alles weist auf einen Ort hin. Morel in den Dales. Die Bastion der obersten Klerikerin Victoire. Sie hat euch geschickt, nicht wahr? Victoire war schon immer eine Opportunistin. Wer ist diese oberste Klerikerin? Ich habe noch nie von ihr gehört. Sie ist eine Klerikerin mit großer Erfahrung. Sie war nie einer Meinung mit Justinia, hat ihre Vorstellungen aber stets für sich behalten. Ich nehme an, jetzt, da Justinia tot ist, hielt sie ihre Zeit für gekommen. Ich will wissen, was diese oberste Klerikerin hier geplant hatte. Sie hat Natalie hierher geschickt, um herauszufinden, was Justinia versteckt hatte, nicht wahr? Die Inquisition ist schuld daran, dass sich Thedas von der wahren Kirche abwendet. Sie muss aufgehalten werden. Ihr wollt uns aufhalten? Das könnt ihr nicht ernst meinen. Mutter Victoire wird von vielen geliebt. Die Inquisition hat mehr Feinde, als euch bewusst ist. Und Victoire denkt, sie könnte sich mit ihnen verbünden? Wenn wir sie gehen lassen, wird sie direkt zu ihrer Klerikerin rennen, nicht wahr? Vermutlich. Dann tötet mich. Ich habe keine Angst, für meine Überzeugungen zu sterben. Ich zumindest weiß noch, woran ich glaube. Es muss getan werden. Das wisst ihr. Seht nur, was aus euch geworden ist. Die Rechtschaffenden treten dem Dunkel entgegen. Und der Erbauer wird... Das kann es nicht sein. Hier ist nichts. Seht nochmal nach. Vielleicht ist ja die Schatulle selbst ein Rätsel. Auf mich hat Justinia jedenfalls ziemlich rätselhaft gewirkt. Nein, es ist einfach nur eine leere Schatulle. In den Deckel wurde eine Botschaft geritzt. Die linke Hand sollte ihre Bürde ablegen. Sie gibt mich frei. Der Einfluss der Göttlichen reicht weit. Aber es ist stets ihre linke Hand, die für sie handelt. 1000 Lügen. 1000 Tode. Es waren ihre Befehle. Aber es ist mein Gewissen, auf dem die Folgen lasten. Sie hat sich im Nichts entschuldigt. Sie sagte, sie habe euch im Stich gelassen. Das ist es, was sie damit gemeint hat. Justinia hatte die ganze Zeit über Angst, dass sie mich benutzt. So wie ich in der Vergangenheit benutzt wurde. Aber Marjolaines Spiele waren nur Kleinigkeiten. Justinia hat mit dem Schicksal von Nationen gespielt. Sie brauchte mich. Niemand sonst hätte tun können, was ich getan habe. Und das wusste sie auch. Dann müsst ihr es hinter euch lassen. Lasst sie hinter euch. Ihr seid ihr nichts mehr schuldig. Das denkt ihr? Jetzt? Nach allem, was ihr gesagt und getan habt? Und meine arme, teure Natalie... Ich nannte sie einst Schwester, und doch konnte ich es nicht riskieren, sie am Leben zu lassen. Sagt mir nicht, ich solle das alles hinter mir lassen. Nicht nach allem, was ich geopfert habe, um hierher zu kommen. Justinia hat versucht, mich zu retten, aber dadurch ist mir nur eines klar geworden. Ich muss nicht gerettet werden.
Auf mich wartet Arbeit. Wir sehen uns in der Himmelsfeste. Die oberste Klerikerin Victoire leidet unter dem Verlust ihrer Agentin. Gut. Ihr Nachschublager ist in Morel. Zerstört es. Die oberste Klerikerin Victoire will sich die Inquisition zum Feind machen? Das kann sie haben. Hat Victoire nicht einen jungen Vetter? Lord Fermin? Sie schwärmt doch für ihn. Ja, Herrin. Ich denke, dem ist so. Gut. Lasst ihn abholen. Er wird unser geschätzter Gast sein und sorgt dafür, dass die oberste Klerikerin davon erfährt. Wie ihr wünscht. Ist alles unter Kontrolle? Alles bestens. Die oberste Klerikerin und alle anderen werden sich uns früher oder später anschließen. Wisst ihr, wenn ich rücksichtslos bin, erreichen wir unsere Ziele. Darauf kann man doch stolz sein. Wieso sollte ich daran etwas ändern? Schon witzig, dass ihre Reue mein eigenes Gewissen beruhigt. Ich habe mich entschieden, ihre linke Hand zu werden. Mir war klar, was das heißt. Es war meine Schwäche, die verhinderte, dass ich meine Aufgabe voll und ganz erfüllte. Ihr habt ein gutes Herz. Das ist keine Schwäche. Ihr seid zu freundlich, Inquisitor. Nennt es, wie ihr wollt. Die Inquisition braucht mich. Ebenso, wie mich die Göttliche brauchte. Um zu tun, was niemand sonst wagt. Tod und Täuschung sind mein Geschäft. Das bin ich. Und das werde ich auch immer sein. Ich habe darüber nachgedacht, wer die neue Göttliche werden könnte. Und plötzlich ist es mir in den Sinn gekommen. Ist es für die obersten Klerikerinnen denn so abwegig, mich zu unterstützen? Warum sollten sie es nicht tun? Was würdet ihr tun, wenn ihr die Göttliche wärt? Die Dinge verändern. Ich würde alles verändern. Eure Unterstützung des Magieraufstands war ein guter Anfang. Darauf können wir aufbauen. Keine Zirkel mehr. Die Magier werden frei sein und die Kirche wird sie als Kinder des Erbauers akzeptieren. Tatsächlich wird sie jeden akzeptieren. Elfen, Zwerge, sogar Kunari. Warum sollte man sie ausschließen? Die Kirche lässt zu, dass unsere Unterschiede uns spalten, anstatt uns zu lehren, dass wir alle gleich sind. Ich denke, ihr wärt eine ausgesprochen gute Göttliche. Freut mich, das zu hören. Eure Unterstützung könnte die obersten Klerikerinnen dazu bewegen, zu meinen Gunsten abzustimmen. Justinia wollte, dass sich die Kirche verändert, aber ihre Reformen haben nie Wurzeln gefasst. Sie wurde von Traditionen zurückgehalten und war zu sanftmütig, um Veränderungen zu erzwingen. Diesen Fehler werde ich nicht begehen. Man weiß nie. Vielleicht hätte Justinia ja Erfolg gehabt, wenn sie nicht in eine gewaltige magische Explosion geraten wäre. Und auch diesen Fehler werde ich nicht begehen. Justinia war der Meinung, die Zirkel müssten sich ändern. Aber warum sollten wir uns damit begnügen? Die Kirche hat mögliche Verbündete von sich entfremdet, indem sie den Elfen mit Brutalität und den Zwergen mit Schmähungen begegnet ist.
Wenn wir sie zurückgewinnen könnten, hätten wir dann nicht Frieden? Natürlich gibt es auch jene, die an den alten Sitten festhalten wollen, aber sie werden es schon begreifen. Ich werde es ihnen begreiflich machen. Ach, aber ich habe mich mitreißen lassen. Ich bin nicht die Göttliche. Noch nicht. Es gab keine Möglichkeit, Alistair zu retten, oder? Ich wollte ihn nicht zurücklassen. Ich habe mein Bestes gegeben. Das weiß ich. Wir werden auf ihn anstoßen. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Es war ein langer Weg, aber wir nähern uns dem Ende. Ohne Samson brechen die Roten Templer auseinander. Ich überlasse euch wieder eure Arbeit.